ich alles selbst. Wie viele Menschen gibt es immer wieder, die sagen, zur Not und im Notfall oder in außerordentlichen Situationen mache ich das lieber selbst, als dass ich das andere Menschen entscheiden lasse oder tun lasse. Also im Sinne dieser Selbstwirksamkeit, dieses, was wir eigentlich sind und was wir tun können, zu sagen, so, das kriege ich selber auf die Reihe. Da gibt es eine Menge Menschen, die das tun. Das ist also das, was die sogenannten Chefallüren sind, wo man dann sagt, naja, ich bin der Chef und ich muss gucken, dass mein Unternehmen tatsächlich läuft und dass das Potenzial, das ich entwickeln will, tatsächlich sich verwirklicht. Und da ich derjenige bin, der diese Unternehmensidee hatte und hat, bin ich auch dafür verantwortlich, dass das immer wieder in Gang ist. Insofern sagt man dann oder ist geneigt zu sagen, das muss ich im Notfall immer wieder selbst richten. Das heißt, ich habe mehr oder minder gute Mitarbeiter, die da sind, aber letztendlich muss ich immer wieder die Sachen ansetzen und sagen, so geht's lang und das funktioniert. Und das führt natürlich zu einer großen Herausforderung, wo man stets unter Strom ist in dem Sinne und an der Sache bleiben will und muss und sich auch aufraffen muss, auch in Perioden, in denen es einem nicht so gut geht, um diese Sache tatsächlich zu ermöglichen. Und das ist die Frage, ob das dann notfalls so sein muss oder ob man nicht mehr Vertrauen bekommen kann, dass das eben andere Menschen, die mit dabei sind, auch tun können. Und deswegen auch hier die Frage an dich schon mal, wie ist das? Traust du im Zweifelsfall nur dir selbst? Wenn es also wirklich drauf ankommt, also wie viele Frauen kenne ich jetzt auch, wenn ich jetzt an meine Frau denke, auch die dann sagt, naja, was Haushalt anbelangt oder gewisse Organisationen anbelangt, Planung anbelangt, Zielführungen anbelangt in unserem gemeinsamen Leben, neigt sie dazu zu sagen, so, das macht sie. Und da lässt sich dann auch nicht reinsprechen unbedingt, sondern das zieht die einfach so durch. Wir haben dann andere Bereiche, in denen ich da ergänzend drin bin, aber da bin ich nicht der Macher, sondern da ist sie die Macherin. Und da gibt es andere Bereiche, also das, was jetzt meinen Beruf anbelangt, wo ich dann sage, das ist mein Potenzial und da mache ich das, was ich will auch in der Hinsicht und ziehe letztendlich dann die Register. Wo gibt es das in deinem Leben, wo du sagst, so, dass im Zweifelsfall bin nur ich das und möchte ich das alleine auf die Reihe kriegen und traue da keinem anderen, sondern bin tatsächlich selbst dafür verantwortlich, dass es dann so geschieht. Wo ist das, wenn du da überlegst auch? Ne? Und bei mir geht es auch immer so, das, was ich wirklich verwirklichen will im Leben, in meinem Leben, und von dem ich überzeugt bin, dass es sein muss und dass ich das gerne will, das ist ja eine Willensentscheidung oder auch immer wieder eine Willensentscheidung, das ist eben ein Bereich, wo ich dazu neige, das immer wieder auch an mich zu reißen und meinen Visionen, meinen Vorstellungen, meinen Möglichkeiten tatsächlich zu folgen und sie auch relativ alleine oder auch in einem sehr starken, direktiven Bezug zu anderen Menschen auf die Reihe zu bringen. Und insofern ist es wesentlich und ein interessantes Thema, mit dem wir uns immer wieder auseinandersetzen können, zur Not es selbst auf die Reihe zu bringen. Also das bedeutet ja schon, wenn wir jetzt in Richtung Krankheit gehen, zu sagen, ich bin krank und du weißt, letztendlich ist das Heilungspotenzial auch in dir geborgen oder verborgen und natürlich kommt ein Heilungspotenzial noch durch eine Medizin dazu, durch eine Erholung, auch durch andere Umstände und damit natürlich andere Menschen. Aber letztendlich bist du derjenige, diejenige, die immer wieder dafür verantwortlich trägt, dass du heilst und wieder heil werden kannst. Du musst dich dann zurückziehen, du musst dich dann ausgleichen, um all das zu ermöglichen. Und das kann dir niemand abnehmen. Und da sind wir natürlich dann bei dieser Gelegenheit auch wieder bei dem Thema, unser individuelles und persönliches Leben ist immer ein spezielles, ein besonderes Leben, das nur für uns gedacht ist. Und dass wir dadurch auch nur für uns wirklich erledigen können. Da können uns nur andere Dinge, egal ob es materielle Dinge sind oder Menschen sind, nur bedingt dazu beitragen. Wir treffen letztendlich die Entscheidung,
für etwas Zentrales, ohne dass wir uns damit überborden und damit in Schwierigkeiten geraten. Aber das ist immer wieder eine ganz persönliche, ich würde geradezu sagen, auch stabile Herausforderung für unser Leben, um das wirklich zu ermöglichen.